Ja, willkommen auf Boxing Arts, Leute. Ich bin's wieder, euer Ferhat. Und das heutige Thema, wie gesagt, wie kannst du deine Schlagkraft erhöhen? Du musst wissen, was bedeutet überhaupt Schlagkraft? Wie entsteht das überhaupt? Zunächst einmal hat unser Gehirn, ihr wisst ja, ich bin immer so ein Freund von diesen neuronalen Muskelverbindungen und, also, oder besser gesagt Nerven-Muskel-Zusammenspiel. Und euer Körper, euer Gehirn kennt jetzt nur die eine. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Sandsack hast und du schlägst dann so schnell wie du kannst rauf. Stichwort physikalisches Gesetz. Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Also deine Masse, das bin ich, mal Beschleunigung, wie schnell mache ich das, ist gleich die Kraft, die dabei entsteht. Und das machen wir jetzt uns zunutze, indem wir uns sagen, okay, wir geben dem Gehirn wieder was Neues. Also wir geben dem Gehirn ein neues Signal, dass er dann dementsprechend sich umstellt, dass er dann mehrere weiße Muskelfasern, Stichwort Fast Twitch, also diese schnell zuckenden weißen Muskelfasern, die unser Körper hat, dass der da mehr davon rekrutiert, wenn man das in der Fachsprache, also dass er auf gut Deutsch gesagt einfach mehr davon einbezieht, wenn wir den Schlag ausführen. Und diese gilt es jetzt zu trainieren. Wie machen wir das am besten? Und zwar, ja, der Medizinball, klassisch, jeder kennt das wahrscheinlich, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Und zwar für den Anfänger auch zeige ich das, wie man das richtig macht. Ein Medizinball eignet sich sehr gut dafür, wie, dass man die Schlagkraft trainieren kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt hier an der Wand. Also, du stehst ganz normal in der Boxstellung und es ist jetzt wichtig, dass du erstmal weißt, wie man das überhaupt hält. Das Wichtige ist, du stehst erstmal so, wie du stehst, also in Boxstellung, okay? Und die werfende Hand steht hinter dem Ball und die haltende Hand, die steht unter dem Ball. Die hält den Ball hier oben, okay? Und kurz in dem Moment, wo wir jetzt unseren Arm strecken, schieben wir nur mit der Hand, die auch hier hinter ist, okay? Also wir lösen diese Hand dann. Ich demonstriere euch das einmal. Wir stellen uns hier hin, bauen Spannung auf und dann, so schnell du kannst, boom, feuerst du den Ball gegen die Wand. Okay, so schnell du kannst. Du wartest wieder, sammelst dich und dann wieder. Was haben wir jetzt gemacht? Du gibst dem Gehirn langsam neue Signale. Okay, du sorgst dafür, dass er wieder neue Nervenbahnen verknüpft. Die weißen Muskelfasern werden aktiviert, mehrere weiße Muskelfasern. Und dadurch lernt der Körper mit einem Kilo. Das ist jetzt hier ein Kilo, was ich habe. Nee, stimmt gar nicht. Das ist 3 Kilo, was ich hier habe. Und ja, mit 3 Kilo lernt der Körper das jetzt, damit umzugehen. Und 3 Kilo ist ja schwerer als vorher, wo wir nur unseren Arm hatten. Also der Körper lernt jetzt, mit 3 Kilo Widerstand zu arbeiten. Er nimmt die Masse, das ist jetzt das hier, plus mein Körpergewicht. Und die Schnelligkeit, die dazu kommt, also die Beschleunigung, ist dann die Kraft, die dabei entsteht. Und das ist das exakt, was hier an der Wand entsteht. Also da trifft die Kraft dann auf. Du wartest hier, du sammelst dich. Und es ist auch wichtig, dass du dabei ausatmest jedes Mal. Guck dir das Video nochmal zum richtigen Atmen an, was ich auf jeden Fall auch auf meinem Kanal hier gepostet habe. Und ja, wie kannst du das jetzt noch machen? Du kannst jetzt natürlich auch die Schlaghand benutzen. Dann stehst du hier und wirfst dann mit der rechten. Boom. Okay, wartest wieder. Boom. Wirfst dann mit der rechten. Ne, schön gerade, schön durchstrecken den Arm. Nicht überstrecken, aber durchstrecken. Das zeige ich immer, dass es wichtig ist. Und du kannst im Prinzip alle Schläge hier trainieren. Du kannst die geraden trainieren. Du kannst, auch wenn du so ein bisschen seitlich stehst, kannst du den Uppercut trainieren, dass du den Ball so wirfst. Ne? Da halten wir wieder die Hand, die hier wirft. Die andere Hand ist hier oben. Boom. Da wartest du einfach hier. Boom. Da wartest du einfach hier. Boom. Okay? Wieder so schnell es geht. Oder auch den Kopfhaken, du bleibst einfach seitlich. Boom. Boom. Und wieder so schnell wie es geht. Du sammelst dich. Okay? Ja, ich hoffe, du hast das verstanden, was ich damit meine. Das ist ganz wichtig halt. Überleg dir nochmal genau,
wie funktioniert überhaupt Schnelligkeit? Und durch diese Schnelligkeit kannst du dann mehr Kraft aufbauen. Wenn du jetzt Anfänger bist, empfehle ich dir zum Beispiel, jede Seite, also jeder Arm, erstmal eine Minute zu machen. Mit einem Arm, eine Minute. Du wirfst einmal, wartest kurz so 2-3 Sekunden, sammelst dich, dann wieder. Bumm, und wieder warten, atmen und wieder. Ausatmen dabei. Okay, eine Minute mit der Jab Hand und eine Minute mit der rechten. Davon machst du zum Beispiel 3 Runden, 4 oder 5, je nachdem wie dein Fitnesslevel ist und wie fortgeschritten du bist. Für die Fortgeschrittenen würde ich dann schon länger empfehlen. Ich würde zum Beispiel dann einen Arm, das kommt euch jetzt vielleicht übertrieben vor, aber ist es wirklich nicht so, sondern wenn ihr dann wirklich fortgeschritten oder auch schon Profis seid, dann könnt ihr definitiv oder solltet ihr auch definitiv 3 Minuten können. Ne? Das ist immer so. Wir trainieren immer so, wie als ob wir im Ring kämpfen würden, wie im richtigen Boxkampf. 3 Minuten geht eine Runde, okay, dann machen wir auch die Belastung so, dass wir dementsprechend 3 Minuten da arbeiten. Also 3 Minuten lang einfach nur die Jab Hand, 3 Minuten lang danach, also machst du nach den ersten 3 Minuten eine Minute Pause, dann 3 Minuten nur mit der Geraden, bumm, bumm. Und dann kannst du wieder üben, 3 Minuten nur mit dem Uppercut, linken Uppercut. Und dann mit dem rechten Uppercut. Ist genau das Gleiche. Ne? Und dann noch linker Haken und rechter Haken. Ist genau das Gleiche. Was musst du noch beachten? Vergiss es unbedingt nicht, dich vorher ausreichend aufgewärmt zu haben. Weil du musst dir das so vorstellen. Du arbeitest hier in sehr, sehr, sehr schnellen Bereich. Das bedeutet, du musst dir wirklich so eine Art, ich würde schon sagen, Explosion vorstellen. So stelle ich mir das immer vor, diese Schnelligkeit. Dass ich explodiere in meiner Schulter zum Beispiel. Dass ich dann dementsprechend oder in meinem gesamten Körper explodiere, dass ich dann weiß, okay, da kommt die Kraft raus von dieser Explosion. Und was passiert, was solltest du vor einer Explosion tun? Explosion in Anführungsstrichen natürlich. Du solltest dich ausreichend aufgewärmt haben. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir immer etwas Schnelles machen, immer etwas im schnellen Bereich arbeiten, wärm dich erstmal vorher auf, Gelenke alles schön durchmobilisieren, durchbluten und so weiter und so fort. Und dann kannst du schön in Ruhe, ohne Bedenken arbeiten, und zwar im schnellen Bereich.